Wenn ihr einen Durchlauferhitzer besitzt, doch es kommt kein warmes Wasser, zeige ich euch in diesem Video, was ihr dagegen tun könnt. Also bleibt dran! Ich habe im Bad einen Durchlauferhitzer für warm Wasser. Doch eines Tages war das Problem da, dass ab und zu das Warmwasser nicht funktionierte, bis hin, dass es gar nicht mehr funktionierte. Mein erster Verdacht lag am Durchlauferhitzer. Deshalb habe ich mir die Bedienungsanleitung mal genauer angeschaut und Folgendes festgestellt. Ich besitze einen Stiebel Eltron DHB21ST und bei dem ist es so, dass er mindestens 3 Liter in der Minute an Durchfluss haben muss, damit er anfängt zu heizen. Und das dürfte bei anderen Durchlauferhitzern ähnlich sein. Schritt 1 also war, meinen Durchfluss zu messen. Dies habe ich getan. Mein Messbecher hatte 1 Liter Volumen. Das heißt, ich müsste nach 20 Sekunden den Messbecher voll haben. Das entspricht dann nach einer Minute 3 Liter. In dem Beispiel, was ihr jetzt hier seht, war der Durchfluss in Ordnung. Davor hatte ich knapp 3 Liter in der Minute. War also grenzwertig. Das Einfachste nun wäre, alle Ventile in der Zulaufleitung zu kontrollieren, ob diese vollständig geöffnet sind. Ist ein Ventil schwergängig, könnte es schon daran liegen und man müsste es auswechseln lassen. Zusätzlich sollte man kontrollieren, ob der Eingangsdruck am Haus, ob der korrekt ist. Anschließend sollte man die Siebe kontrollieren in den Armaturen und gegebenenfalls entkalken und reinigen. Nach jedem Schritt immer mal wieder kontrollieren, ob sich der Durchfluss verbessert hat. Als nächstes, auch eine Möglichkeit, ist, dass zum Beispiel in dem Wasserhahn selbst, die sogenannte Kartusche, dass da eine Verstopfung vorliegt. Diese könnte man jetzt auseinanderbauen und reinigen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel genommen an einem Wasserhahn, das kann bei euch aber anders aussehen, nicht jeder Wasserhahn ist gleich. Haben wir diese Schritte kontrolliert, sagt uns die Bedienungsanleitung jetzt von meinem Gerät. Erfüllt sind die mindestens 3 Liter pro Minute Durchfluss und als mögliche Fehlerquelle ist die Elektronik defekt oder die Durchflusserkennung wäre defekt bzw. das Kabel wäre nicht richtig angesteckt. In meinem Fall befindet sich die Durchflusserkennung hier. Da ich aber, wie gesagt, grenzwertig mit dem Durchfluss war, habe ich weitergeschaut. Bevor man das Gerät öffnet, sollte man es spannungsfrei schalten. In meinem Fall habe ich die Sicherung ausgeschaltet und am besten sollte man mit einem Messgerät die Spannungsfreiheit kontrollieren. Dies sollte auf jeden Fall ein Fachmann machen. Vor dem Öffnen auf jeden Fall darauf achten, das Wasser zuzudrehen. Bei meinem Gerät musste ich unten eine Schraube erstmal entfernen, um den Deckel abnehmen zu können. Um unten besser an das Sieb dran zu kommen, habe ich hier noch so eine Klappe entfernen müssen. Und hier in der Zulaufleitung befindet sich das Sieb. Das könnte auf jeden Fall verstopft sein. Reinigen war in meinem Fall jetzt sauber. Zusätzlich ist noch ein Begrenzer dabei aus Plastik. Dieser begrenzt, wie der Name schon sagt, den Durchfluss, damit er nicht zu stark ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr direkt vor dem Durchlauferhitzer den Durchfluss messen. Und bei mir war die Verstopfung tatsächlich vorher. Ich habe zusätzlich das Eckventil noch ausgebaut. Und hinten bei der Rohrleitung hatte ich so einen 90-Grad-Winkel. Und da war tatsächlich eine Verstopfung, die ich mit einem Schraubendreher freigemacht habe. Zum Schluss alle Schritte rückgängig machen und probieren, ob sich der Durchfluss verbessert hat. Mir hat es geholfen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.